Ja, wie ihr an meiner Uhrzeit seht, ist nicht viel Zeit vergangen zwischen denen und dem letzten Part. Für mich. Aber es geht weiter. Oh yeah, Bloody Platin. Ja, meine hübschen Orden von Leiter der Erzählerin Öhringer. Das heißt, wenn ich dich besiege, schaffe ich die Arena. Hast du Kampf-Pokémon? Okay, Nidoran weiblich könnte. Giftdorn. Da muss ich unbedingt tauschen zu Pampyro. Ja, weil es hat ja Giftdorn. Giftdorn ist nicht so schön, wie wir im letzten Part rausgefunden haben. Die Pokémon haben ja auf jeden Fall immer die gefährlichste Fähigkeit. Das heißt Bedroher, Giftdorn. Bedroher. Okay. Pfiffchen wird Angsthase haben, weil es flüchten kann, aber. Okay, ich habe nichts gesagt. Rollpix. Da können wir vielleicht wieder einsetzen. Tschüss. Und ich glaube, das ist auch der letzte Part, den ich heute aufnehme. Ich hatte heute vor, am Mittwoch, zwei Kristall und zwei, Bloody Platin aufzunehmen. Von Kristall habe ich jetzt hier aufgenommen und Bloody Platin bleibt hier bei 2. Warum erzähle ich es euch eigentlich? Kann euch ja egal sein, wie oft ich aufnehme. Hauptsache, die Parts kommen jetzt wieder regelmäßig. Pokémon Rot dürfte bald zu Ende gehen. Ich werde ja jeden Tag ein Rohpart hochladen. Und dann abwechselnd Bloody Platin und Kristall dazu. Oh, ein neuer regionaler Poketch. Und ein eher ungelenk wirkender Reisender. Du bist noch nicht so lange Trainer, oder? Aber das ist nicht schlimm. Du bist schließlich ein Freund der Pokémon. Und da schenke ich dir diese versteckte Maschine. V06 hat immer einfach so. Oh Mann, ich werde schon sehen. Bloody Platin braucht 5 Seiten von meinem Heft und auf eine Seite passen mal 17 Paarzeilen. Ja. Dil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 
zu 90% sicher, dass wir bald den EP-Teiler erhalten können. Nicht sehr... Autsch. Nicht wirklich später als nach der ersten Arena, eventuell auch noch davor. Wow. Das ist eine Art Nuss. Pink. Spezialangriff plus 3, sehr schön. Pokémon wechseln. Die Sammlerin hat ein neues Item gesammelt. Cosma! Ah, mein Vogel-Pokémon. Ja, ich hätte auch Feder-Zubat verwenden können. So wie ich es in Prolog-Pokémon, wie ich es oft verwende. Aber ich mag Schwalbini. Stimmt, ich könnte gleich mal gucken, was für eine Fähigkeit es hat, ob es überhaupt Adrenalin besitzt. Zu schlecht trainiert. Weiß ich nicht. Trank. Gut. Adrenalin steigert Angriff bei Statusproblemen. Sehr schön. Und wir senden einen Trunk an. Fluffy! Zack. Um zu feiern, dass ich diese Höhle überstanden habe, kämpfen wir jetzt. Und dass wir die nicht mehr überstanden. Tut mir leid. Heidi! Mit deinem Flurmel. Ich möchte auf gar keinen Fall ein Fluffy, ein Evoli behalten. Soll sich unbedingt bald weiterentwickeln. Pupanze. Ich bleib einfach mal dran, ne? Geht daneben, ja. Ching, ching. Verteidigung erhöht sich. Das reicht nicht ganz aus. Das heißt, ich muss dreimal angreifen, wenn es nicht kein Trank einsetzt. Kante, Kampf. Psycho-Boden, ne? Ja. So ein Psycho-Pokémon wäre natürlich auch nicht schlecht. So ein Kadabra oder so. Am liebsten natürlich Gardevoir oder so ähnlich. Dummiesel ist ein schwaches Pokémon. Naja, man kann es ein starker Team. Auch so Ichimaros Trainingsplan. Aber ja. Für so einen Durchlauf eher ungeeignet. Und es erscheint ein Pokémon. Eben noch beim Trainer gesehen, jetzt als wildes Vieh. Werde hier irgendein Pokémon fangen. Und das. Mit meine ich nicht Flurmel. Der Schwach ist Ruf. Der Schwach ist Ruf. Der Ruf ist schwach von Fluffy. Es kommen zwei, drei Pokémon, lassen wir noch erscheinen. Aha. Ist ja wie im Wiesenflurtunnel von Pokémon Rubin Saphir und Smaragd. Dass hier nur Flummels auftauchen oder was? Komm schon. Kleinstein! Geowatt.
kein schlechtes Pokémon, aber nein. Ich brauche Pokémon, die gegen. Oh. Hyonix kam auch schon vor. Pokémon. Pampyro. Okay, gehen wir aus der Höhle raus, bevor es uns noch langweilt. Ich brauche Pokémon, die gegen legendäre Pokémon ankommen. Das wird nicht leicht. Klammergriff wird natürlich jetzt stärker durch die Kreideschrei, oder? Nö. Ist ja beim Standardwert. Ja, das ruhig hat. Nein, wir bleiben bei Glut. Ja, ich glaube, wir bleiben bei Glut. Nee, versuch nochmal Tempo-Hieb. Zack und K.O. Level 15. Somit haben wir einen guten Counter gegen die nächste Arena. Die nächste, die erste Arena. Flummel. Nee, ich weiß nicht, es hat eine gute Attacke mit Aufruhr. Wir sollten auch so gute, so viele wie möglich wilde Pokémon besiegen. Weil wir können jede EP benötigen. Fluffy erreicht Level 14. Oh ja. Nicht erschrecken, wir kriegen ein Item zugeschmissen. Oh, da steht ein Typ vor. Und wer könnte das sein? Was, wie? Oh, du bist das, Philipp. Hast du es doch hier geschafft, aber du bist echt langsam, weißt du das? Wir reden weiter hier. Der Arena-Leiter hier ist eine harte Nuss, nicht leicht zu knacken, wie er sich wohl im Vergleich zu meinem Vater schlägt. Hä? Ich hab den Faden verloren? Auf jeden Fall, dir ist der Arena alleine eine coole Mine. Wenn du ihn hier vorknöpfen möchtest, solltest du schneller zur Mine. Aber erstmal zum Pokémon Center. Und dann gucken wir gleich noch in die Häuser rein. Ich glaube, man kriegt hier schöne Sachen geschenkt. Ja. Auf Beispiel den schwarzen Knösel. Jo. Was ist sonst? Aha. Dum 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 dum. Nein, die möchte ich noch nicht lang. Ja, es sieht so aus, als wenn es leckt, aber es leckt nicht. Wir brauchen auf jeden Fall Pokébälle. Sehr viele. Am besten 10 Stück, ja, das brauchen wir. Am besten 10 Stück, ja, das benötigen wir. Dankeschön. Jo. Einen Gegengift. Das macht dann Spaß. Wir können alles gebrauchen, was wir gebrauchen können.
Ja. Nein. Ich habe leider keinen Macholor. Okay, es leckt zwischendurch schon ein bisschen, aber na. Ja. Ich glaube, wir kriegen hier irgendwas geschenkt. Alles klar. 8 Arena-Leiter besiegen. Du, Fensterball. Genau, das war das. Fensterball. Fensterball. Jo. Brauchst du auch nicht verstehen. Ich glaube, wir machen heute noch mal einen längeren Part. Einfach nur, damit wir ein bisschen vorankommen in dieser Geschichte. Oh, es leckt aber wirklich. Gelbstück gefunden. Vielleicht glaube ich hier auch noch was. Eine Perle. Und eine Herzschuppe. Und ein Angriffsplus. Oh, Herzschuppe kann ich auch aufschreiben. Das ist wichtig. Weiß zwar noch nicht wofür, aber es ist wichtig. Ja, ich würde sagen, wir bereiten noch vor, was uns aufgetan worden ist. Okay, wir müssen einfach nur hier unten lang. Wir finden einen Schatz. Und ich werde so gerne speeden, ne? Aber es geht leider nicht. Ja. Flüchtest! Setz einen kleinen Stein in den Kampf. Fluffy! Okay. Beutel. Setz ihn doch mal Schutz ein, ne? Hahaha. Ja, dann sollen die mich halt herausfordern. Aber eh nichts, was das zu tun. Geomog. Oh mein Gott. Warum tauchen hier auch Geroks auf? Ja, und Pokémon zur Arbeit geschmuggelt. Ja. Arbeiter Leopold. Das ist ein Kleinstand in den Kampf. Georock, ey, taucht hier auf. Ist ja nichts gewesen. Los, Pampyro. Ja, Schwäche, die Elektrizität, die der eh nichts anhaben kann. Rot, ey. Steinpolitur. Ja, am besten wäre natürlich ein Pflanzen-Pokémon gegen den Arena-Leiter, denn damit habe ich auf jeden Fall eine Chance. Deswegen hätte ich mich auch über Gengar gefreut.
mach, hallo. Jo. Los, Cosma. Ja, machen wir einfach einen längeren Part. Tut ja nichts zur Sache. Der Player war größer als vom Game Boy Color, aber. Was soll ich sagen? Keine andere Wahl. Gesicht der. Der nächste Schlag wird ein Treffer oder so ähnlich. Ich hätte Energiefokus einsetzen sollen. Aber es reicht aus. Cosma reicht Level 13. Ding! Und er lernt Flügelschlag. Hm. Jo. Schnabel vergessen. Oh. 1, 2 und spupp! Cosma hat Schnabel vergessen und erlernt Flügelschlag. Das ist wunderbar. Ich sollte zu wenig. Weniger Suichumaro zuschauen. Also schon zuschauen, aber weniger nachmachen. Egal. Kaum jemand benutzt seine eigenen Sachen. Ja, schön. Mir das Item da. Du. Fluchtseil. Naja, so viel länger wird der Part gar nicht. Noch ein Trainerkampf. Onyx. Setzen wir erstmal guten Schlag. Nein. Schwächen wir seine Verteidigung. Nochmal. Und noch einmal. Ja, setz ruhig Raserei ein. Wird ja auch nichts bringen. Ein kleines Onyx. Ist jetzt Sandwirbel dich nicht jetzt noch? Die Minenarbeiter hier haben wirklich keine anderen Pokémon. Ich glaube, die Level sind nur ein bisschen anders. Wenn überhaupt. Ja, ja. Klammergriff, das heißt, ich kann jetzt nicht austauschen. Also Sandwirbel ich es nochmal. Darf ich trotzdem austauschen? Setzen wir halt nochmal roten Schlag ein. Klammergriff hat uns immer noch im Griff, ja. Nein, ich möchte nicht K.O. gehen. Yes! Perfekt, ey. Komm zurück! Er trifft immer noch mit Steinwurf. Ich hab seine. Ich hab ihn schon so runtergebracht von der Verteidigung. Von der Genauigkeit. Aber die Verteidigung habe ich auch gesenkt. Das war jetzt ein Volltreffer, aber ich glaube, das hätte jetzt nichts mehr getan. Denn. Ja. Das hätte nichts getan, weil. Die Verteidigung. Auch niedrig war. Okay, ist nichts weiter. Aber. Nee, ist nichts weiter. Gehen wir also einfach wieder raus. Ein Rihorn. Noch nie einen Riez raus gehabt. Das wäre auch nicht schlecht. Das Pokémon.
mal einen Retros fangen. Oh ja. Das kann sich ja auch weiterentwickeln in dieser Edition. Ich glaube, dafür brauche ich dann später die Schützer. Außer es entwickelt sich so weiter. Oh, es könnte mich besiegen durchaus. Furienschlag. Shit. Shit, 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 shit. Ah, ja, Papyrus ist besiegt. Yo. Los, Sammlerin. Streng dich an. Verwende eine Pokéball. Zing. Ah. Okay, das war wohl nix. Flucht. Gescheitert. Los, Cosma. Flüchte. Okay, Flucht sei bitteschön. Oh Mann. Naja, geht's hier direkt mit einem 30-Minuten-Part in der Runde rein. Du besiegst Mine? Wunderbar. Wunderbar! Das ist sehr gut. Es ist immer gut, wenn man sich bewegt, etwas Neues zu lernen und den eigenen Horizont zu erweitern. Genau. 27-Minuten-Part. Naja. Wer kommt dann den Tag, genau an diesem Tag? Ein kurzer Feuer-Pokémon-Rot-Part hoch. Naja, das werden jetzt schon 60. Das werden 100 Megabyte oder so. Oh. Wenn ihr wisst, ich habe nur eine 2000er-Leitung auf meinem Internet. Danke, deine Pokémon sind wieder topfett. Komm bald wieder. Okay. Er hat nichts, das. So, trotz müssen wir speichern. Wir haben 29 Pokémon gesehen. Besitzen 4 in unserem Team. 5. Denn Panflam hat sich ja weiterentwickelt. Im letzten Part. Und im nächsten Part gehen wir dann in die Pokémon Arena. Bis dann und ciao.